Am Anfang kamen die Urahnen. Sie zogen vor allen anderen durch die Welt, sogar vor den ersten Magierinnen, den Gründerinnen der Zivilisation. Sie hatten solche Macht, dass ihr Einfluss von allen Geschöpfen wahrgenommen wurde. Die Urahnen waren Meisterseherinnen. Sie erkannten in jedem Lebewesen dessen Schicksal und dessen Weg mit all seinen Verzweigungen. Dies war für sie so natürlich und so leicht wie für andere die Farben des Regenbogens zu erkennen. Diese Fähigkeit gewährte den Urahnen die große Freiheit, das zu tun, was sie wollten. Ohne Gefahr konnten sie durch die turbulenten Kanäle der Zeit blicken. Diese Hellsichtigkeit nutzten sie, um ihr unstillbares Verlangen nach Wissen zu befriedigen. Sie erforschten das Unerforschbare und lernten das Unlernbare. Ihre Fähigkeiten waren unvergleichlich, ihr Potenzial unbegrenzt. Sie wussten, dass sie ihre ihnen anvertraute Rolle als Hüterinnen bewahren konnten, solange sie ihre Erkenntnisse nicht dazu nutzten, den Lauf der Welt aufzuhalten, die sie bewohnten. Es war also ein strenges Tabu, in die natürliche Ordnung der Dinge einzugreifen. Diese Welt ist gut, weil sie nicht durch selbstsüchtiges Handeln verdorben wurde, sagten sie. Die Urahnen blieben für eine lange, lange Zeit. Sie hüteten die Welt und ihre Bewohner, nährten und ermutigten die ewig wechselnden Formen, die das Leben waren. Friede und Harmonie regierten die Welt viele Zeitalter und sie war durch ihre Hüterinnen wohl beschützt. Diese Welt ist immer noch gut, weil sie nicht durch selbstsüchtiges Handeln verdorben wurde, sagten sie. Unglücklicherweise wurde jedoch ihr Vertrauen missbraucht und sie waren gezwungen, die Welt zu verlassen. Und das alles wegen des einen. Der eine hielt die Prinzipien seinesgleichen nicht hoch und fühlte sich auch nicht verpflichtet, diese zu teilen. Er hielt sich nicht an die natürliche Ordnung des Lebens. Wiederholt manipulierte er Schicksale zu seinem eigenen Vorteil. Er gab nichts auf die Gefühle anderer, nur seine eigenen zählten. Je mehr er seine eigene Bestimmung nach seinen Wünschen veränderte, desto mehr Schaden nahm die Welt. Die ursprünglichen Ahnen, verärgert durch sein egozentrisches Verhalten, bereiteten seine Bestrafung vor. Sie versiegelten ihn im Felsen des Berges. Und gefangen würde er bleiben, bis er das Wesen der natürlichen Ordnung gelernt hätte. Diese Welt war gut, aber sie wurde durch selbstsüchtiges Handeln verdorben, sagten sie zu ihm. Wir können hier nicht länger verweilen, aber du wirst bleiben, gefangen und allein. Der Kreislauf des Lebens und die natürliche Ordnung sind die einzigen Mittel zu deiner Errettung. Nur wenn dir die Juwelen der Natur gebracht werden, wirst du von deiner ewigen, verfluchten Existenz befreit werden. Danach sprachen sie nie wieder mit ihm. Und so wurden die drei Juwelen der Natur geschaffen. Das erste wurde dem Wasser übergeben, aus dem alles Leben entsprang. Das zweite wurde in den Himmel verbracht, um von den Wolken umschlungen zu werden. Das dritte wurde in die Erde gepflanzt, der die Lebenden die Toten übergeben. Und dann verließen die Urahnen die Welt. Die Zeit verging. Nur der eine blieb, wo er war. Er sah, hörte, fühlte nichts. Seine Vergangenheit verblasste in seinem Gedächtnis. Bald hatte er seinen Namen vergessen. Bald wurde er es. Es wartete immer noch. Obwohl dem Wahnsinn verfallen, hatte es doch das Wissen um das Schicksal bewahrt. Und es wusste von dem einen, der eines Tages kommen würde. Ein Wesen, ein menschliches Wesen, das sein eigenes Schicksal suchen würde durch das, was es vor langer Zeit geworden war. Es wusste sogar, was dieses Wesen sagen würde. Zum Gruße. Ich bin König Graham von Daventry. Und damit kommen wir zur Einführung. Yeah. Vor langer Zeit, so überliefert es die Legende, lebte im Reich von Daventry ein König namens Graham. In seinem ersten Jahr als Monarch regierte er in Einsamkeit. Während das Königreich unter seiner weisen Herrschaft erblühte, wurde er immer einsamer. Sein vor kurzem vereidigter Minister Gervain versuchte dem König zu helfen, indem er einen großen Ball organisierte. Viele geeignete Jungfrauen kamen von nah und fern und in der Hoffnung, Grahams Braut zu werden. 2 Tage lang dauerte die Prozedur, an der Graham zahllose formale Begrüßungen vollzog. Er trug ein ebenso endloses wie falsches Lächeln auf den Lippen, das er unermüdlich den hoffnungsvollen Maiden schenkte.
Alle kamen sie in ihren schönsten Kleidern, dufteten süß und zeigten ihre strahlend weißen Zähne. Aber der König konnte sich nicht für eine von ihnen erwärmen. Sie waren alle gekommen, ihn zu sehen, seine Hand zu gewinnen. Sie hatten alles ihnen Mögliche getan, ihn zu beeindrucken. Dennoch fühlte Graham sich von der Veranstaltung angeekelt. Für ihn war es nicht viel mehr als ein verdrehter Wettbewerb mit ihm als großen Preis für das feinste Exemplar. Der Ball ging zu Ende. Die Jungfrauen und ihre hoffnungsvollen Familien begaben sich zurück nach Hause. Graham suchte Zuflucht an dem Ort, wo er seit mehr als einem Jahr regiert hatte, und wandte sich seinem Königreich nunmehr eher halbherzig zu. Eines Tages, einsam auf seinem Thron sitzend, isoliert in seinen Gedanken, grübelte er über seine scheinbar ewige Leere. Er hatte nicht einmal bemerkt, dass Gervain den Thronsaal betrat und nun zu ihm sprach. Und damit beginnt das Spiel. Damit beginnt das Spiel und hallo, willkommen, ihr lieben Leute. Mann, wir haben schon Romane vorgelesen. Aber die einen, das war echt schön, muss ich mal sagen. Marlene hat das echt schön gemacht. Unbedingt dazu, ja. Ja, das muss auch sein. Und hallo, ja. Pink Pony, wir grüßen dich im Chat. Hallo. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu... Ich freue mich wieder richtig drauf. Ich muss echt sagen, Marlene, ich freue mich drauf auf King's Quest 2 Romancing the Stones, auf das VGR-Remake. Das haben wir ja schon mal gemacht, bis Twitch einfach meine Videos verschluckt hat. Aber das mit YouTube klappt ganz gut und das wird da auch verewigt jetzt werden. Ja, das hoffe ich doch sehr. Ich hoffe es auch. Sonst spielen wir es nächstes Jahr. Genau. Man kann ja einmal im Jahr so eine King's Quest Runde sehen. Auf jeden Fall. Ja. Genau, also dann würde ich sagen, dann starte doch einfach mal. Ein klassisches Abenteuer. Genau. Ja, und wir haben euch ja schon jetzt eine ganze Menge erzählt. Und jetzt lassen wir die erstmal labern, die beiden. Das dauert nämlich auch wieder noch eine Weile. Wenn die kommen. So. Erstmal der Vorspann. Ja, also wesentlich schöner als das Originalspiel. Auf jeden Fall. Das ist Gervain, den wir eben erwähnt haben. Der Premierminister oder was immer er ist. Genau. Der ist auch wohl genährt. Raise the portcullis. Und wir sprechen das hier am Anfang noch nicht, weil wir können noch nicht den Voice ausschalten. Wir sprechen dann ab Kolima mit die Charaktere, würde ich sagen, ne? Genau, und da halten wir jetzt mal unseren Mund. Your Majesty. King Graham? Oh, yes, Minister, Gervain, sire. Of course. My apologies, Gervain. Not necessary, Your Majesty. After all, I've been your security and defense minister for but a short while. Yes. Where did you say you were from again? Just some small, insignificant land to the far south. Pales greatly in comparison to your realm, my lord. Ah. Do you have something to report? As a matter of fact, my liege, there's a small concern regarding the duty shifts of some of the castle guards and of the countryside patrols. Also, we are expecting our armed entourage from our nearest neighbor to return within the week. And there is the matter of an alliance with... my liege? My apologies again, Minister Gervain. Please, continue. Yes. As I was saying, there is the matter of an alliance with Eusperia. They've become a strong nation now, and it may be prudent to show our willingness to support them, lest they decide we are more of a hindrance than a help. Does the King Bear have any daughters who've come of age? I do not believe so, sire. As for the security arrangements for the royal ball held last week, I do believe the evening went by very smoothly.
I dare say just about every princess in this region attended, and not one lost slipper, to coin a phrase. Ugh, please, do not remind me. Indeed, they were none too fetching. Would you like me to go over your plans for today, my lord? Very well. Oh, forgive me once again. I am afraid that my mind wanders much these days. I wonder if my predecessor experienced times like these. No doubt. Though I did not know King Edward the Benevolent personally, I understand he was a happy and astute man during his married life, before his wife passed away, that is. If I may be so bold, perhaps my lord is feeling that certain rooms in his castle are somewhat sparsely filled. The throne room, for example. And other rooms that serve but a single soul, like your dining room and your bed chambers. Perhaps, but I do fear I've met no such candidates that would fill the rooms you have mentioned. You should not lose heart, Your Majesty. If you pause to reflect for but a moment, you may see clearly what is hidden to others. You gaze into the mirror. The minister's words seem to echo in your head. If you pause to reflect for but a moment. Not that you've been doing much else lately. For many weeks now, you've been reflecting over the direction your life has taken. While Daventry has prospered under your wise leadership, so far your existence has been a dreadfully lonely one. Wait, the mirror is changing. As you watch, you begin to see a series of images, though you struggle to fathom their meaning. You recognize the landscape. It is Kalima, a land not far from Daventry. You see the most beautiful woman you have ever set eyes upon. Somehow you can feel her sadness and her intense desire to leave that place. She is a prisoner in that tower. Did you find what you were looking for, sire? I require my ship ready for transport, Gervain. I shall be going on a trip presently. Indeed. Where shall I tell the captain you'll be heading? To Kalima. I have to find someone. I see. Well, if you must go, it is my duty to ensure that you leave prepared. Arm yourself, sire. I hear Kalima is not the safe haven it once was. Of course. I shall take the sword of the First King, as is my right. A wise precaution, sire. And, if I may be so brash to ask, who might you be seeking? If all goes well, my bride.
Mother. Sister Agatha. How may I be of service? An opportunity has arisen, sister. I trust you still have your captive held securely away. Of course. A bit cruel, keeping her locked away like that. Do you not think? No. How dare she flaunt her beauty in front of all to see? Her foolish male admirers see her and forget that I was the most beautiful of all in my day. And in your own special way, you are still beautiful. You devil! That is not an unfair description. Now, you mentioned a service, I believe. Yes. The King of Daventry has advised his faithful minister that he shall be departing for Kalima presently. On a quest, you might say. Really? What kind? The kind that involves sticking his neck out to rescue a damsel in distress. And what have I to do with his neck? Put simply, my dear, sever it! Okay. Uff, so, sehr gut. So. Ja, also King Graham macht sich jetzt auf den Weg nach Kolima, um die Prinzessin im Turm zu retten. Und irgendjemand hat was dagegen und setzt Tagatha, die böse Hexe, an ihn zu vernichten. Ja. Wir können uns ungefähr denken, wer das macht, ne? Wer da der Master ist. Das können wir machen, ja. Also wir können es uns denken. Your ship, the Grand Thor, and so, da bist du jetzt angekommen und machst mal gleich den Textsprecher aus. Ja, den muss ich jetzt ausmachen. Tschüss, Schiff. Können wir schon gehen? Ja, können wir. Ja. So, dann machen wir hier Text only und machen das Ganze etwas schneller. Und ihr wisst, ihr Lieben. Das müsstet ihr ja jetzt schon kennen, nicht wahr? Und du holst dir gleich mal hier dieses Dings, was da im Wasser liegt, aber du kannst da nicht runterspringen. Nee, sterben wir schon. Versuch es mal. Okay. Oh, wir können gar nicht hier. Nein, du kannst nicht runterspringen. Mach doch nicht mal gleich den Text weg. Verklick mich halt nur, ne? Nee, du verklickst dich nicht, du klickst den Text weg. Du hättest auch jetzt die... Du musst gehen. Du kannst auch mit dem Wasser reden, natürlich. Ja. So, und jetzt schwimmst du dahin und machst schon gleich die Hand an und nimmst das. Ja. Jetzt. Genau. Und da haben wir ein schönes Netz. Das ist schön. Können wir wieder zurückschwimmen, sonst sind wir mich irgendwann tot, glaube ich. Und Marlene, du wirst etwas leiser. Oh nein. Und doch. Oh nein. Dann muss ich dir mal eine neue Nummer, glaube ich, schicken. Oder du verbindest dich wieder. Ich guck mal gerade, was hier passiert. Ja. Ja. Oh. Okay, ich kling mich mal eben aus und du schickst mir eine neue Nummer. Oder du kannst dich neu wieder verbinden. Ich beende das Meeting ja nicht. Gut. Ja, aber du kannst mich ja trotzdem hören, ne? Ja. Genau. So, dann machen wir das nochmal so. So. Das ist so nervig. So. Mhm. Okay. Und dann kommen wir wieder rein. So, da bin ich wieder. Gut. Geschwindigkeit optimieren ist immer noch. Okay, da hat sich nichts geändert. Nee, genau. Genau. So, jetzt wandern wir mal ein bisschen am Strand lang. Weil es wäre ja nett, wenn wir gleich zum Tower gehen könnten. Und dann, da liegt was. Genau, ein Zaunpfahl. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Du kannst mal ein bisschen weiter am Strand lang. Genau. Ja, das ist, da kannst du schön jemanden den Schädel mit einschlagen. Gut, dann nehmen wir das mit. Und gehen weiter. Ja, da finden sich bestimmt noch ein paar Dinge. Mhm. Hier glaube ich nicht, aber du kannst auch immer das Auge benutzen, ne? Ja. Mhm. Büsche. Das Antatschen. Oh, schön. Ja.
Da wäre ich jetzt auch lieber als hier, du. Das glaube ich in Kolima, ja? Nö, so am Wasser irgendwo. Hm. Ja. Okay, also du kannst natürlich irgendwie jeden Berg besteigen, aber dieser Felsen, ja, ist ungeeignet. Geh weiter, da ist nichts großartig. Ah, die. Noch nicht. Lass sie noch in Ruhe. Dann gehen wir erstmal hier. Genau. Da ist ein Baumstamm. Ja, den gucken wir uns mal an. Okay. Ja, genau. Den kannst du auch betatschen. Oh. Und eine Muschel ist da drin. Genau. Und die nimmst du mit und guckst sie dir und machst sie mal im Inventar auf. Eine Perle, geil. Genau. Wir sind reich, komm, wir gehen wieder. Wir können wieder gehen, ja. Wir sind reich und alles ist gut und wir brauchen auch eigentlich gar keine Frau. Ich glaube, da geht's dann nicht mehr weiter, oder? Da war das Ende. Ja, da hier oben geht's nicht mehr weiter, nee. Nee. Dann gehen wir nach rechts. Lass uns mal einfach so ein bisschen alles erkunden heute. Ja. Oh, sieht gefährlich aus schon. Das kommt ganz sehr viel später. Gehen wir mal lieber da zurück. Ja. So, willst du die sprechen oder soll ich? Ich spreche die. Ja gut, warte mal. Hallo, wer bist du? Mein Name ist Graham. Und wie heißt du? Possum. Das ist, so nennt mich meine Großmutter immer. Also ihr geht's nicht so gut, aber ich war halt hier am Blumen sammeln, aber nun kann ich keine mehr tragen. Warum das denn nicht? Ja, mein Korb, der ist verschwunden. Ich habe überall nach ihm gesucht und der muss halt irgendwo sein. Naja, ich kann ja mal gucken, ob ich ihn irgendwo für dich finde. Ja, danke, Graham. Mehr mit ihr reden. Okay. Ja. Entschuldige mal eben, Possum. Ja, Graham. Kannst du mir irgendwas noch weiter über dieses Land erzählen? Ja, du meinst Kolima? Ja, wo denn, was denn sonst? Ja, da ist eine Stadt im Nordosten und eine Kirche, so nicht, also nicht weit von der Stadt im Süden so ein bisschen. Und Großmutter und ich leben in einem Haus so nah am Strand, ja. Du solltest aber auch nicht nicht in den Sumpf gehen, der nördlich von ihr ist. Der ist verflucht mit Magie, oder da ist Magie in diesem Sumpf, ja. Und viele Leute haben sich leicht da drin verirrt und ja, den Weg wieder da rauszufinden ist sehr schwierig, ja. Danke, Possum. Ja, bitte. Ja, dann kannst du mir noch was erzählen. Hallo, ja, renn doch. Hallo. Ja, entschuldige. Na, mal. Was ist denn? Ja, gibt's denn überhaupt einen Weg durch diesen Sumpf? Ah, ich weiß es nicht. Aber ich habe jemanden da rausgehen sehen, vor nicht allzu langer Zeit, ja. Er hat irgendwie was in einem Buch geschrieben, während er irgendwie da rauskam. Ja, und wer war das denn? Ein Mönch von der Kirche oder so, ja. Ah, interessant. Und noch mehr? Ja, gucken. Renn doch nicht immer weg. Oh, doch, ich muss gehen. Nein, dann wird es halt. Ja, Graham. Du hast gesagt, dass das deiner Großmutter nicht gut geht. Was hat sie denn? Oh, ich muss auf Toilette. Ich bin nicht sicher. Aber, ja, ich laufe deshalb auch immer weg. Ich bin nicht sicher, aber ich, I think it's... Also irgendwas bereitet ihr schlechte Träume. Redet im Schlaf. Ja, und sie redet auch im Schlaf und
Manchmal höre ich ihr auch zu und sie sagt dann so, nein, nein, lass mich alleine. Ah. Nee, verlass mich nicht. Verlass mich nicht oder so, ja. Also ich dachte zuerst, dass sie zu mir gesprochen hätte, aber also I would go over to her, but she would, also ich würde jetzt zu ihr hingehen, aber sie würde mich nicht beachten und so. Dann habe ich realisiert, dass es nur ein Traum war, ja. Und ich glaube, sie vermisst eine die Person, über die sie im Schlaf redet, ja. Und dann diese furchteinflößende Träume. Ja, und erzähl mal weiter, komm, ist spannend. Tschüss, ich muss auf Toilette. Tschüss. Nein, nix tschüss. Wir reden jetzt mit der. Ja, entschuldige nochmal einfach so. Ja, Graham! Schrei mich nicht so an. Was träumt die denn für schreckliches Zeug, deine Oma? Ah, Fledermäuse. Wie, Fledermäuse? Ja, in dem Schlaf, da schreit sie und aus Angst und als ob ein Fledermaus sie jagen würde, ja, oder sie verletzt werden würde von einer, ja. Genau, und dann sagt sie sowas wie, Blue Light is the bad true bane. Ja, blaues Licht ist das Fledermaus. Der Bann der Fledermaus. Der Bann der Fledermaus, oh, immer und immer wieder, ja. Blaues Licht, was meint sie denn damit? Oh, weiß nicht, dass wir sind. Ich habe es ihr das gefragt, aber sie schüttelt nur mit ihrem Kopf und will nicht darüber sprechen, ja. Danke, Possum. Ich hoffe, deine Oma erholt sich bald ganz schnell und wird wieder gesund. Ah, danke, Graham. Ich will speak of you. Also, ich werde mit ihr über dich sprechen. Und ich muss dich auf der Tschüss. Nee, nee. Tschüss, ich gehe. Nee, nee. Ich gehe jetzt. Ich gehe. Nee. Tschüss. Okay. Okay. Ich glaube, das war's dann auch. Und mit ihr. Dann müssen wir mal den Korb finden. Gehen wir nach rechts. Das ist uns doch mal Speicherung wert hier. Das ist uns allerdings schon. Er hat uns auch total viel erzählt. Ja. Oh nein! Ganz schnell weg. Da kommt der böse Zauberer. Der kommt da gerne an dieser Stelle. Da oben war, glaube ich, aber noch was hier, ne? Da ist Hagatha, aber da müssen wir jetzt nicht. Nee, Hagatha ist hier. Ach so. Hagatha ist da. Und dann ach, Vanny, grüß dich. Die Rückseite oder so. Altes Haus. Ah, guck mal den Log an. Wie geht's dir? Ja, kannst du den auch bewegen? Also rum war. Nein, war eine gute Idee, aber ist nix. Okay. Lass uns auf die Suche nach dem Korb gehen. Wir müssen jetzt alles abgrasen. Ja, wir gehen am besten oben rum. Ich meine natürlich jung, Vinny. Ich meine natürlich jung. Oh, die Schwanenfamilie. Ah, da müssen wir, glaube ich, das Dings auch noch finden, ne? Ja, das Küken, ja. Das können wir machen, wenn wir das Küken sehen und wenn wir den Korb haben. Also ich weiß ungefähr die Locations noch, wo der Korb liegen könnte. Oh Gott, das mit dem Kürbis kommt ja später auch noch. Ja, ja, das machen wir dann auch noch. Lass uns erst den Korb finden. Der kann ja, glaube ich, an drei unterschiedlichen Orten sein. Ich gehe jetzt mal die Orte ab, wo ich das denke, wo er sein könnte. Ja. Hier wäre ein Ort zum Beispiel gewesen. Ja. Hier war er aber nicht. Jetzt gehen wir mal. Da kann ich mich noch vage dran erinnern. Ja, du kannst auch mal zu Omas Haus gehen. Manchmal ist er auch da oder dahinter. So, manchmal ist er auch hier unten. Ich wollte dir schon mal Bescheid sagen, dass es King's Quest 7 doch ins Schedule für ZFM geschafft hat. Das heißt, also ich habe ja LBA 2 und King's Quest 7 run ich dann, oder ist LBA 2 jetzt nicht dabei? Muss ich mir kurz erklären. Achtung! Oh nein! Ja, entweder du schwätzt oder du spielst. Ja, Vanny ist fast nieder, ich muss mal kurz was klären. Hier ist der Korb auch nicht. Das ist doof.
Nee, hier müssen wir noch gar nicht hin. Oh nee, da, haha. Runter. Nee. Geh mal hinter Omas Haus, das müsste auch bald kommen. Omas Haus ist, glaube ich, links dann, ne? Naja. Hier unten scheint... Da ist, glaube ich, auch noch was, oder? Gucken wir mal. Nee, okay. Okay. Dann gehen wir weiter nach links. Da sind wir wieder da. Ist hier was drin? Nee, da nicht, das ist später woanders. Okay, dann gehen wir was. Also Omas Haus müsste irgendwie links hier ja, sein. Ja, geh mal runter. Da ist Omas Haus. Genau. Da kannst du sowieso mal hin und den Briefkasten aufmachen. Oh Gott, 3 Games run ich dann? Oh Gott. Das ist eine Mailbox, ja, genau. Genau, und die ist ein bisschen anachronistisch, weil zu Zeiten von Graham es noch überhaupt gar keine Postkästen, Briefkästen gab. Aber ja, Colima ist schon fortschrittlich. Und wie? Und wir gucken natürlich in fremde Briefkästen rein. Und da ist nämlich ein Brief drin. Und du guckst mal, was da schon. Also den Brief lässt du drin, aber eine Karte fällt raus. Und dann liest du die Karte, weil die ist ja offen für jeden. Ja. Ja, haben sie letztens wieder die Gottesdienste geräumt? Oh, das kann ich total schlecht lesen. Wie lange ist ihre letzte Beichte her? Es ist immer noch Zeit, um ihre Sünden zu bereuen, bevor ihre letzte Stunde schlägt. Kommen Sie zur Kirche von Colima, um für ihre Errettung zu beten. Ich kann kein Kirchdeutsch. Oder spenden Sie einfach nur. Haben Sie wieder Vertrauen in die Kirche und gehen Sie auf den Pfad, der Ihnen bestimmt ist. Öffnungszeiten from dusk till dawn. Von Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Das ist ein Hinweis, den brauchen wir aber ganz später erst. Ja, genau. Das ist nicht zu viel, Veni. Ich habe mich also nur überrascht, dass wirklich alle Games, die ich submitted habe, drankommen. Jetzt ein bisschen überrascht, finde ich das. Aber okay. So, hinterm Haus sagtest du, ne? Ja, dahinter geh auch mal. Da ist nämlich, glaube ich, noch irgendwas anderes, wenn ich mich recht entsinne. War da. Ah, da! Warte mal, das müssen wir, glaube ich, fangen mit dem Netz, ne? Ja. Können wir das mal kurz schon mal machen, ne? Wenn wir gerade schon mal hier sind. Genau. Okay, und das dem Schwanenküken geht das gut. Oh, das ist so süß. Geh mal runter, nicht nach links runter. Weil wir müssen diesen verfluchten, blöden, schittigen Korb ja noch finden. Und nach rechts, wo geht's da hin? Ich glaube, da geht's zum Strand, aber können wir nochmal gucken. Alle außer Torrens Passage. Ja, okay. Ich meinte eigentlich rechts von Omas Haus, da war doch noch irgendwas. Ach, das war ein links. Ja. Aber hier ist auch nichts. Rechts von Omas Haus, meinst du? Hm. Okay, gehe ich jetzt rechts mal lang. Ja, da ist nämlich noch was drin. In einem der beiden Dinger, ne? In einem der beiden, ja. Ja, da ist ein Stumpf von einem. Okay, aber hier dann bestimmt. Ja. Ja, genau. Und hier ist ein Ohrringe. Ohrringe mit einem Diamanten und ein Saphir auch noch. Genau. Und jetzt bleibt Summon. Also, du nimmst die einfach mit. Ja. Genau, und jetzt suchen wir weiter nach diesem verblödeten Korb. Da haben wir doch letztens auch so lange nachgesucht. Ewig ne? Nachgesucht, ja. Ich würde mal einen anderen Speicher ja. So. Wann wird denn das Schedule veröffentlicht, dass man da mal reingucken kann, Benny? Hier unten warm. Haben wir hier rechts? Ja. Müssen wir einfach quer durch den Wald gehen? Warte mal, ist hier auch noch was? Ich glaube, weiß ich gar nicht. Hatten wir da schon geguckt? Nee. Aber hier ist diese Falle vom... Genau, aber da können wir jetzt, glaube ich, noch nichts machen. Okay, hier ist nichts drin. Oder? Doch, wir können das durchschneiden mit dem Messer. Genau, mach das doch Seil. Einfach mal.
Oh gut, dann hoffe ich aber nicht, dass Graham da jetzt reinlatscht. Ich speichere mal lieber noch. Und nimm dann den. Das hier? Ja. Ja, ja. Genau, dann kannst du nämlich die Goldstücke klauen. Die brauchen wir auch. Und die sind natürlich falsch. Das ist falsches Gold, aber egal. Die müssen wir später im Brunnen werfen, ne? Ja, genau. Haben wir. Sehr schön. So. Da oben ist der Zwerg, da wollen wir noch nicht hin, ne? Nee, lieber nicht. Ja. Mann, wo ist denn dieser doofe Korb? Hier ist der Weg. Wir werden ihn schon finden. Ja. Hier waren wir auch. Oh, 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 okay. Schnell weg. Ich geh einfach mal beim Zwerg vorbei. Nicht, dass wir die ganze Zeit... Vielleicht kann der ja da auch spawnen. Pass aber auf. Ja, genau. Ja, Vinny, das ist in Ordnung so. Eine gute Idee. Okay, hier wollen wir noch nicht rein. Hier links ist bestimmt der Weg, ne? Ah, brauchen wir nicht noch eine Zitrone? Ja, brauchen wir auch noch. Kannst alles einsammeln. Genau. Schön. Und dann gucken wir weiter. Nee, hier ist auch gefährlich. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Da oben waren die, ja. Kürbisse? Ja, dann geh doch mal da links, dann kannst du das Schwanenbaby geben. Ja. Dann releasen wir das mal. Genau, dann tust du das kleine Flügelchen in den Teich rein. Hui. Ach, wie schön. Und nimm ja die Feder mit. Oh, genau. Ja, wir müssen die Feder mitnehmen. Pixel Hunting, yeah. Aber wo ist dieser blöde Korb? Den haben wir immer noch nicht. Ja, der kann, glaube ich, auch am Strand sein, aber wir sind ja am Strand auch gewesen. Nee, aber noch nicht ganz richtig am Strand. Dann gehen wir doch mal zum Strand. Ja, hier waren wir schon. Ja, ja. Gehen wir mal hier links lang. Da ist gefährlich. Ja, da gehen wir jetzt auch noch nicht rein. Wir gehen hier nur vorbei, wir wollen nichts. Da ist der Sumpf. Da kommen wir auch noch nicht her, ne? Nee. Da ist er. Haben wir den gerade nicht gesehen? Danke. Nee, der war da auch gar nicht, glaube ich. Oder wir waren da noch nicht. Doch, wir waren. Ich habe da versucht, hier vorbeizugehen. Ja. Ja, aber der ist ja erst da, wenn wir mit Rotkäppchen geredet haben. Ach so. Haben. Okay. Ja. Das glaubst du wohl, dass der da nicht vorher ist. Das wäre ja zu schön, um was zu sein. War hier schon Rotkäppchen oder einen runter? Ich weiß gar nicht. Nee, einen runter. Ja. Rotkäppchen, wir haben deinen Korb. Bitteschön. Ja, mach doch stehen. Du gibst Possum Rotkäppchen den Korb. Ah, danke schön, Sir. Bitte nehmen Sie die Blume. Es ist, Entschuldigung, aber es ist alles, was ich Ihnen geben kann. Okay. Wer ist die sympathische Stimme im Hintergrund? Das ist Marlene. Ja, hallo. Und ja, Marlene und ich, wir sind Kings Quest Fans. Und wie, denn, jemanden, der mich noch nicht kennt, oh Gott. Das so ist, oft, wie wir hier zusammen rumlabern. Ja, das ist der Vinny, der ist halt beim ZFM vertreten, der ist von Germansh und das ist so ein, kann ich dir mal ganz kurz erzählen, es ist ein Speedrunner-Event von Deutschland und da speedrunne ich im Oktober unter anderem auch Kings Quest 7 anscheinend. Das wird dann live übertragen. Das, wow, im Oktober, hoffentlich kann ich da mal zugucken. Ja, Marlene, guck zu. Währenddessen sagt Sir Graham oder King Graham, es ist mehr als genug und ich habe gerade bemerkt, dass du nur gelbe Blumen gepflückt hast. Warum denn das, mein liebes Kind? Natürlich, es ist... Und das konnte ich jetzt, das habe ich nicht weggeklickt.
Es ist normal, nur gelbe Blumen zu pflücken für jemanden, der ganz krank ist. Natürlich. Ja, ich bedauere nochmal wieder, um deine Großmutter zu hören und wünsche ihr baldige Gesundheit. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh. Ja, mein gelbes Blümchen. Guck mal, siehst du den Pixelschmetterling? Ist ja nicht toll. Ja, 5 Pixel. 5 Pixel, die sich bewegen. Sehr schön, wir haben den Korb, Gott sei Dank. Wunderbar. So, was haben wir denn jetzt als Inventar? Wir haben die Blume, die Feder, Zitronen, Münzen, die Ohrringe, die Perle. Was ist das hier? Ich glaube, das ist dieses Zaunstück. Das ist der Zaunpfahl, genau. Das Netz. Das Netz und das Schwertdolch-Ding, was wir haben. Genau. Wir können ja nochmal, müssen wir jetzt zur Kirche? Nee, eigentlich nicht. Ist bei dir alles klar, Vinny? Oh nee, kommt immer der Zauberer. Ja, geh doch in die Stadt mal jetzt. Ja. Und mitten durch den Teich. Ja, also ich würde gerne jetzt mich abkühlen. Oh. Ja, das tut auch bestimmt gut. Schön. Mhm. Du kannst jetzt auch schon mit den Kürbissen reden. Geh doch nochmal zu den. Ja, wir folgen einfach dem Weg, dann kommen wir ja daran vorbei. Du genießt viele Termine. Nee, nach links. Sicher? Ja. Okay. Nee. Ich glaube schon. Die waren nämlich ein Screen nach rechts und ein nach oben, wenn ich mich entsinne. Ach so, da nach oben, ja. Genau. Da kannst du auch schon mal mit quatschen. Aber, okay, ich glaube, die waren nervig. Die sind sehr nervig. Gucken wir. Der ja. ist größer als die anderen. Dann touchen wir mal an, ne? Ja. Und du möchtest eigentlich einen von den schönen großen Kürbissen mitnehmen. Hey, pass auf! Oh, es tut mir leid, ich war nicht darauf vorbereitet, dass du sprechen kannst. Ja, gleichfalls. Und überhaupt sei mal hier vorsichtig, wo du hintappst, ne? Du trampelst mich auf der guten Erde rum. Und du stehst auch viel zu nah dran und ich muss 8 Kinder füttern. 8 Stück. Und du guckst die kleineren Kürbisse an und das müssen ihre Kinder sein. Ich kann aber nur 7 zählen. Ja, ich hatte 8. Dann kam irgendein komischer Menschmann und der hat eben noch komischer gesprochen. Und der erzählte, er sei ein, wie heißt der noch? Weiß ich nicht mehr. Ein Dings, ein, ja. Ein Hortikul. Also so irgendjemand, der irgendwas über Pflanzen weiß. Auf jeden Fall. Ja. Und ich habe ihm leider eins meiner kleinen süßen Babys mitgegeben. Und dann, habe ich ihn, ja, oder das mitgenommen. Klaut, entführt, in die Stadt. Meine Güte, und als. Nur weil wir Pflanzen sind, heißt das doch nicht, dass wir keinen Respekt verdienen. Also ich stimme denen zu, ja. Kannst du nochmal mit ihr reden? Entschuldige, dass ich frage, aber, wie seid ihr dazu imstande zu reden? Das ist eine so blöde Frage, ich könnte dich genau dasselbe fragen. Ich wollte doch nur, Ja, also nimm's nicht persönlich. Okay. Diese alte Hexe Hagatha hat mich mit einem Zauber belegt und so, dass ich ihre kostbaren Besitztümer nämlich bewachen kann. Hey Vinny, ich danke dir für deinen Host auch noch. Danke. Hagatha? Ja, diese alte Hexe, die da in der Höhle im Westen lebt. Weißt du, du kennst diesen Typ. Grüne Warzen und spitze Öhrchen, Kannibalin und bringt nie ihren Müll raus. Das ist eine stereotype alte, blöde Hexe. Das klingt sexy. Das ist es auch. aber du erwähntest was, was? Possessions? Also über ihre Gewohnheiten? Oder? Besitztümer, ja. Ja, also jedenfalls, sie hält sie für wertvoll. Ich gebe ja einen Dreck drauf. Ja. Ja, ich habe sowieso meine Zweifel über Hagathas
aktives Besitz, dass, also dass sie das wirklich besitzt und weißt du, was ich meine? Vielleicht hat sie geklaut. Naja, aber was für Sachen hat, also hat dich den Hagatha angewiesen zu beschützen? Naja, die normalen Eitelkeiten halt, alles nutzlos, aber was weiß ich von davon? Ich bin nur eine Kürbismama. Okay. Mehr noch? Nee. Nein. Okay. Das finden wir dann noch raus, wenn wir ihr Baby zurückbringen. Wir brauchen, glaube ich, auch noch eine Flasche, ne? Wir müssen ja Wasser... Finden wir den nicht in der Stadt, die Flasche? Ja, kann sein. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Münzen, um das Baby zurückzubekommen. Mhm. Und das war so schwer. Und ganz viele Bücher lesen. Können wir den Stein hier mitnehmen? Okay. Nein. Das erinnere ich mich. Das war so schwer, mit den Münzen den abzulenken und dann schnell den Kürbis zu nehmen. Das war recht schwierig. Ja. Wir wandern ein bisschen. Ging das da nicht mit Escape? Ich weiß es gar nicht mehr. In dem Loch da hast du, da ist ein Hammer drin. Ja. Ja, nehmen wir mit. Genau, da ist nämlich ein Hammer. Hämmer sind immer gut zu gebrauchen. Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, was hier war. Ja, den brauchen wir. Ja, den müssen wir ein Taschentuch bringen. Das kriegen wir auch erst später. Aber du kannst ja mal mit dem Heuhaufen reden. Gut. Anfassen. Das ist ja echt der Hammer. Ja, das stimmt, Winnie. Ne? so, vielleicht können wir den anfassen. Runst du auch was beim ZFM, Winnie? Oder bist du da nur so... Hey! Achso, willst du den machen? Ja, ja, dann mach ich den, okay. Was denn? Ich bin hier im Heu! Ah, wer bist denn du? Mein Name ist, ich kann mich nicht erinnern. Scheint so. Achso! Naja, okay, was? Ich kann mich irgendwie auch daran nicht erinnern. Achso! Was machst du denn da in diesem Heuhaufen? Das ist einfach. Ich hab geschaut nach, Kannst du dich nicht erinnern? Nein. Sorry. Wie lang bist du schon da drin? lass mal sehen. Ich könnte hier, ja? Also, vielleicht für Wochen? 4 Wochen? Ja, Also Entschuldigung, aber du hast irgendwie eine kleine Erkältung, oder? Das täuscht nur, das ist nur gesunder Husten. Es ist Heu, das gibt mir Heuschnupfen. Ach so, dann geh doch da raus. Hallo, was jetzt? Achu. Ja. Kannst du noch mehr mit ihm reden? Das nicht. Nee. Können wir nochmal antatschen? Ja. Was? Ihr macht das übrigens echt unterhaltsam. Aber das freut uns doch. Guck mal, Marlena. Ja, das ist toll. Dankeschön. Dankeschön. Nee, also gut, okay, da können wir jetzt nichts weiter tun. Dann geh ich in die Stadt. Beides im Race. Oh, da bin ich auch gespannt. Nennen wir das Ganze mal. Kann oder Stadt, genau. Stadt. Ja. Oder ein bisschen lebhafter. Spaß. Dann können wir nur so Spaß in der Stadt. Oh, das Dings passt nicht mehr. Okay, dann einfach nur Stadt. Ja, finde ich auch besser. Ja, da beugt sich ein Mann über den Brunnen. Und sieht so aus, als ob er da irgendwas rausfischen möchte. Und da ist der Kürbis. Genau, und hier ist die Bücherei. Ah, Papi. Okay. Und wer ist den Kürbis holen, oder? Und dann in die Bücherei? Erst in die Bücherei. Okay. Ist doch die Library, oder nicht? Oder ist hier? Geh da. Okay, erst mal gucken, was drauf steht.
Genau. Du musst erstmal näher dran. Da ist nämlich ein Zettel an der Tür. Und da kommt irgendwas unter der Tür durch. Und du kannst das aber vielleicht mit dem... Ja, so kriegst du es nicht. Haben wir doch irgendwas bestimmt. Ja, ein Schwert oder so. Nein. Vielleicht dieser Zaunfall? Dieser Zaunfall, genau. Ja. Okay, und dann guckst du nämlich und holst unter der Tür einen Zettel hervor, einen Brief hervor. Den machen wir natürlich auf. Machen wir natürlich auf, wir mögen Sachen. Ich würde sagen Hand. Hand. Aufmachen. Du öffnest den Brief und liest ihn. Und es steht noch ein lieber Bewerber, ihre Bücherei, ihren Büchereiausweis und die der fünf Jahre dauernde Prozess, um sie hier mit unserer Bücherei werden zu lassen, ist jetzt beendet und sie sind ein exklusives Mitglied von fünf, was auch immer, Buchliebhabern oder so. Herzliche Grüße von ihrer Bücherei-Tante. Und tun Sie mal Ihren Namen auf die Rückseite schreiben, damit dann die Karte auch gültig ist. Genau. Wir haben noch nichts zu schreiben. Jo, danke schön, Winnie. Dir auch. Und du kannst dich einfach melden bei mir, ne, wenn du das postet, das Schedule. Ich verpenne das bestimmt wieder. Aber danke für den Host, danke für das Kompliment und wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ne? Ja, dann wünsche ich dir auch. Jo, bis demnächst, Winnie. Genau, wir haben noch nichts zum Schreiben. Nee, deshalb müssen wir jetzt in die Bücherei. Genau. Dann können wir, glaube ich, mal hier gucken, ob das aufgeht. Genau. Ja. Ach, die warst du ja, ne? Ja, auf jeden Fall bin ich hier. Jeden Fall. Sonst. Ah. So, das ist Marlene in Person hier. Ja, genau. Die sieht auch fast genauso aus wie ich. Und grün steht ihr genauso gut wie mir. Ja. Ja, und das ist eine etwas nicht ganz so sehr schlanke und sehr streng aussehende Frau hinter dem Schreibtisch. Und ab und zu guckt sie weg und wahrscheinlich ist ihr zu langweilig, weil da nie jemand reinkommt. Ja. Na, nicht antatschen. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe gehofft, mein Wissen über dieses Land hier ein bisschen zu erweitern und mit ihren historischen Texten und so weiter. Das haben wir aber toll ausgedrückt. Nein. Ja, aber nicht sehr effektiv. Ja, entschuldigen, vielleicht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. Doch haben Sie. Dann könnte ich vielleicht... Nein. Sag ich ihr doch mal den... Würden Sie das hier akzeptieren? Nein. Warum nicht? Ist nicht unterschrieben. Aber okay, dann warten wir mal, bis die weg ist. Und dann, bis die wegguckt. Jetzt. Genau, und du nimmst nämlich ganz schnell die Feder und unterschreibst die Karte. Haha. Und tust die Feder wieder zurück, bevor sie das bemerkt. Und jetzt kannst du ihr den Dings zeigen. Würden Sie das akzeptieren? Genau. Ja, sie ist auch sehr gesprächig, ne? Sie sind ja viel jünger, als ich gedacht habe. Naja, ich esse gut und ich mache immer genug Übungen. Okay, verstehe. Was mache ich denn jetzt? Jetzt leise sich ein Buch aus. Sie meinen, ich kann hier Bücher mehr ausleihen von dieser Bibliothek? Nein. Oh. Red nochmal mit mir. Ja? Können Sie mir ein Buch empfehlen? Na klar, ich gehe mal dahinter. Ich bin vor vielen Sitzen so dick, das ist ganz furchtbar. Hier haben Sie.
Oh, okay, und dann lesen wir das doch mal. Das Buch heißt Kolyma. Perfekt heute und morgen noch viel besser. Heute perfekt und morgen viel besser. Und da ist ein interessanter Abschnitt. Dann guck mal. Oh Gott. Ja, das lesen wir jetzt nicht alles vor. Aber es gab ein Erdbeben, das das Land ein bisschen verändert hat. Und das haben wir nämlich schon gesehen, diese ganzen Klippen und Kluften da im Osten irgendwo. Ne? Da sind wir schon dran vorbei, wo die Brücke ist. Und die Leute sind irgendwie weg von da, wo sie mal gelebt haben. Die meisten wohnen jetzt in der Stadt. Und manchmal hörst du so heulen in der Nacht und es scheint so, als ob viele wilde Tiere irgendwie in den Wald, in den Weirwood Forest gezogen sind. Uiuiui. Ja, und dann es ist natürlich ein Paradies für Touristen, die irgendwie die Natur bevorzugen und nicht irgendwelchen Brimborium in der Stadt. Und das ist im Prinzip das, was dieser Text uns erzählt. Und es ist wunderschön da. Okay, das war erstmal das. Nochmal reden? Ja, ich glaube aber nicht, dass sie... Nein, haben wir jetzt nicht. Okay. Aber später müssen wir dahin zurück. Also wir müssen immer wieder in diese Bücherei, weil da kommt dann auch noch über die Meerleute und über all das. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Und dann machen wir noch das mit dem Kürbis und dann würde ich sagen, beenden wir heute mal, ne? Können wir machen. Ja, aber den Kürbis machen wir jetzt noch. Red erstmal mit dem Typen da. Guten Tag, Kaufmann. Ja, du zu ihnen auch. Mama! Mama! Kann ich den machen? Ich mach gerne so komische Piepsstimmen. Na gut, dann mach. Ist da, also sind sie hier neu? Sind sie der, es ist doch der wie Yoda redet. Ah ja, den hast du gemacht. Stimmt. Ein Besucher ist angekommen neu, nicht wahr? Einen Sinn ich besitze für diese Dinge. Brauchst du zu haben eine meiner Waren von großem Wert? So ähnlich auf jeden Fall. Ja, vielleicht. Aber ich frage mich gerade, wie sie zu so einem Kürbis gekommen sind. Recht gute Augen haben sie. Sie haben in der Tat ein nicht einfach nicht einzigartiges Dingen ist es nicht. Ah, Mama! Ich möchte Mama! Halt die Klappe. Die Gabe der Rede unter Pflanzen, so rar ist sie, nicht wahr? Planen Sie das Ding zu verkaufen? Verkaufen? Niemals würde ich so ein Ding verkaufen. Ich würde es eher... Es wird mich total... was auch immer. Es ist in meiner Obhut. Ich werde auf es aufpassen. Ich muss. Mama, bring mich zurück zu meiner Mama. Vergiss es. Ich bring dich nicht zurück. So, halt jetzt die Klappe. Entschuldigung. Ah, nicht von Wichtigkeit, ich spreche nicht. Problem in ihren Ohren, ich meinte nichts. Gott, ist das schwer zu übersetzen. Ja. Anstrengend auch. Und wir holen uns jetzt den Kürbis wieder, ne? Ich würde sagen, das machen wir doch. Oder sollen wir noch weiter mit denen reden? Nee, aber wo kriegen wir eigentlich so eine Flasche hier? Ich weiß nicht mehr, wo wir die... brauchen doch irgendwas. Ach nee, irgendeine Schüssel oder so brauchen wir, glaube ich. Aber ich glaube, das ist diese Schüssel hier. Das, ja, genau, da ist ja der drin, genau. Da können wir dann noch Wasser holen. Ich will nicht mehr mit dem reden, das ist so anstrengend. Okay, dann... die Münzen in den Brunnen. Dann speichere ich hier vorne das Ganze mal.
Ach, kann ich ihn da nicht eingeben? Weil der kein Ü kann. Mit einem S. Bis. Genau. So, und wir versuchen das Ganze mal. Und ich muss erstmal gucken, warte mal. Wenn ich jetzt das hier auswähle und das hier rein tue, 1, 2, 3. Und wenn man das gemacht hat, 1, 2, 3. Okay. Obwohl, die Dinger sind dann weg, dann würde es auf den sein. 1, 2, okay. Versuchen wir es. Genau, und dann schmeißt du nämlich das Falschgold da rein. Und dann musst du mit dem Händler reden. Nochmal. Achso, warte mal, wenn wir mit dem geredet haben, 1, 2, 3. Okay. Wir müssen nämlich gerade ganz schnell sein. Da. So drei Münzen sind in der Fontäne. Was? Lass mich mal sehen. Lass mich mal sehen. Oh, das ist ja toll. Drei. Und raus. Okay, haben wir geschafft. Ja. Oh. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Genau. Ja. Woher können wir einfach hier? Schön, haben wir den Kürbis auch. Ja, das ist doch toll. Den bringen wir jetzt noch zurück zu Mutti. Den können wir zurückbringen. Hatscha! Danke, lieber Bot, für die Erinnerung. Du sollst was trinken. Mhm. Ja, ich mal vergiss das so leicht. Ja, besonders wenn man viel, so viel labert wie viel, aber das ist ja dann umwichtiger. Mhm. So, dann pack den Kürbis dahin. Was zu trinken bringen wir den auch noch, finde ich, ne? Ja. Mein Baby! Mama! Kind! Ha! Schön, dass du wieder da bist. Danke. Graham. Ach ja, danke, Graham. Hier, nimm das. Das ist irgendeins von Hagathas unnützen Zeugs. Und vielleicht wird dir das irgendwas wert sein. Geschieht dir ganz recht. Oh, eine Brosche mit einem blauen Saphir. Wunderbar. Und red nochmal mit ihr. Ich glaube, wir müssen ja was zu trinken. Oder kann ich noch irgendwas tun für euch? Ah, ich hab Durst nochmal. Ja, jetzt, wo du es erwähnst, das, mein Kleines fühlt sich ein bisschen schwach. Und nachdem dieser Schüssel es gelebt hat so lange, weißt du, für die Gesundheit ist es nicht so zuträglich. Nein, das wusste ich nicht. Aber was würde denn dein Baby besser fühlen lassen? Naja, frisches Wasser natürlich. Ah, natürlich. Aber nicht so süß, ne? Natürlich. Eigentlich lieber etwas bitter oder saurer und meine Kinder sind ein bisschen fieselig mit ihren Getränken. Ja, ich werde mal schauen, was ich machen kann. Und das wäre dann bestimmt diese fließende Quelle, die wir... Genau, die ist es. Die war hier unten. Die war nur zwei oder drei Screens weiter runter. Ja, irgendwo da. Oh, nee. Hier nicht. Hier ist der Zetron-Bar. Es war aber auf jeden Fall hier unten am Boden. Ja, irgendwo da unten rechts, glaube ich. Ja. Ach, nicht rausklicken. Ja, hier. Fließendes Wasser. Oh, life-giving water, nectar of the gods. So. Und hier schneiden wir das Ganze mal. Ich glaube, umgekehrt. Genau. Ja. Wunderbar. Und dann zurück zum Kürbis. Weißt du was, Marlene? Wir sind noch keinmal in der Folge gestorben. Da hast du wohl recht. Tschüss.
Ja, also ein King's Quest-Folge ja ohne recht. Tod wäre kein richtig. Ja, also Marlene, der Abgrund, der ich konnte auch nicht ausweichen, der war direkt vor mir. Ja, ich weiß. So, bitteschön. Tschüss, gieß, gieß. Und du tust das, das ist kein bitteres, das ist saures Wasser. Auf den Kürbiszwerg da. Danke, Graham. Hier, nimm das. Was kriegen wir jetzt? Eine Kerze. Das ist doch nett. Das hat mir jemand in den Kopf gerammt vor langer Zeit. Und ich kann mich gar nicht erinnern, was das war. Ich weiß nicht viel, aber vielleicht wird es dir eines Tages nützen. Dankeschön. Bitteschön. Nicht der Rede wert. Und für mich ist es sowieso viel zu schwer zu schlafen, wenn das Ding die ganze Nacht brennt in meinem Kopf. Richtig doof. Noch was? Und noch ein Wort der Warnung. Hagatha hat über dich geredet. Ich hab gehört, dass sie deinen Namen erwähnt, wenn sie mit sich selbst spricht. Und sie tut das, wenn sie ihre Besitztümer nämlich zählt. Und ich würde ihr aus dem Weg gehen, wenn ich du wäre. Das können wir leider nicht. Später. Ich danke dir für diesen, ich bin sehr dankbar für diesen Rat. Und warte mal, Will Hagatha hat wie ja, wird sicher, also wird Hagatha nicht ärgerlich darüber sein, wenn sie herausfindet, dass du mir die Kerze jetzt gegeben hast. Was soll sie denn machen? Mich in einen Kürbis verwandeln? Nein, aber in eine Melone. Okay, guter Punkt. Ja, und ich kann die Schuld auf den Zwerg schieben. Der hat schon einen ganz schlechten Ruf seit dem Tag, an dem er hergezogen ist. Und der verdient kein Mitleid. Noch nicht mal von Hagatha. Nein, von niemandem. Ja, wir brauchen doch auch irgendwie eine Flöte für die Meerjungfrau, oder nicht? Oder für irgendwas brauchen wir da so eine Flöte? Haiflöte oder irgendwie so eine Flöte brauchen wir? Ja, aber wir wollten ja nächstes Mal weiterspielen. Ja, aber ich dachte, wir kriegen die vom Kürbis jetzt auch. Nee. Kann ich nochmal was fragen? Ich schätze alles, was du für uns getan hast, aber jetzt möchte ich ein bisschen Zeit mit meinen Kindern verbringen. Sei ein guter Junge und geh mal woanders spielen. Okay. Naja gut, dann kriegen wir halt wohl noch nicht die Flöte. Kriegen wir keine. Nein, wir brauchen die. Na, ich weiß was. Nein, keine Flöte, den Kamm. Und der tauschen wir die Perle ein beim Händler nochmal. So. Aber das tun wir das nächste Mal. Das tun wir das nächste Mal. Ja, ihr Lieben, das ist King's Quest 2, Romancing the Stones, VGA. Und das ist wunderschön. Ja, das finden wir immer wieder. Wir spielen es jetzt einmal pro Jahr. Genau. Ja. Jedes Jahr im Juli oder August. Genau. Ja, wir möchten für heute das Adventure beenden. Sweet. Ja, mach, wie ich sage. Genau. Du hast, was wir immer noch nicht herausgefunden haben, warum das bei dir so ist. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, schön. Also das war ein schöner Part. Ja. Und ihr werdet, also ihr seht, das Spiel ist richtig, richtig lang. Nur mal zur Erinnerung, wir müssen 3 Steine finden und wir haben noch niemals einen. Deshalb, ihr genau. Könnt euch darauf gefasst machen, das wird etwas länger, was heißt etwas? Viel länger als King's Quest 1, das haben wir ja gestern in einer Folge durchgerattert. Und ja, noch nicht mal eine Stunde. Ja, und würden wir King's Quest 2 das Argi spielen, dann würden wir jetzt, glaube ich, auch schon durch sein. Schon längst. Deshalb, ja, also es wird... Da ist er auch in der Stunde durch, genau. Es wird spannend, ihr Lieben, und deshalb schaltet dann auch nächstes Mal wieder ein, ne? Genau. Ja, das war's von uns. Nachher gibt's bei mir noch irgendwas. Und ja, dann sagen wir, danke fürs Zuschauen, ne? Ja. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Genau, bis dann. Bleibt dran. Tschüss. Ciao.